Hallöchen, so, endlich geht's weiter. Und zwar steht heute an die Reparatur von dem Armer. Da hatte ich ja jetzt nun schon ein paar Mal gesagt gehabt, dass mir hier die Antriebswelle ein bisschen kaputt gegangen ist, weil ich im Gras festhing oder irgend sowas. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Und das ist auf der Seite hier. Jetzt machen wir. Repariere ich das einfach mal mit euch zusammen. Die Teile sind heute endlich gekommen. Ich habe eine Woche drauf gewartet, circa. Bestellt hatte ich bei CMC Versand. Kennen vielleicht die einen oder anderen. Keine Ahnung. Und ja, bestellt hatte ich. Kann ich euch immer noch schnell zeigen. Einmal die Antriebsknochen, zwei Stück. Einmal die Radachsen und einmal nochmal Querlenker, dass ich die da habe. Und dann habe ich mal wieder bei Hobby King zwei Servos bestellt. Ich finde die absolute Hammer. Ich habe die jetzt in allen Autos, glaube ich, drinne. Das sind jetzt Nummer 4 und 5 von denen, die ich jetzt habe. Die sind echt top. Die sind jetzt hier im Granite auch drin. Da musste ich ein bisschen was drehen und so. Ihr habt da nochmal die Daten. Hier die Maße. Der Speed. 0,16 bzw. 0,14 Sekunden. Bei 4,8 oder 6 Volt. 15,5 oder 17 Kilo haben die Dinger. Die sind auch gedichtet. Ich weiß nicht genau, ob sie richtig wasserdicht sind. Das kann man irgendwie nicht so wirklich nachvollziehen bei Hobby King. Aber auf jeden Fall Spritzwasser geschützt sind sie. Ich bin die ja auch schon im Schnee gefahren, alles. Also kein Thema. Da kommt nachher noch eins in meinen Kyushu, weil Kyushu hat das ja dem Armer gespendet. So, wie gesagt, die Teile habe ich bestellt hier. Die sind nun auch endlich da. Also können wir auch weitermachen. Und dann gibt es auch bald wieder ein Video. Ein Bash-Video. Hoffe ich. Mit beiden vielleicht sogar. Muss ich mal schauen. So, ich hoffe, der Stift ist gerade geblieben. Ja, der sieht gerade aus. Muss ich mal eben schnell was unterlegen hier. Will mir hier meinen Tisch jetzt nicht schon versauen. So. Braucht man jetzt noch irgendwas? Eigentlich nicht. Normalerweise. Ach nee, das funktioniert ja hier nicht. Moment, kriegen wir den denn nicht einfach rausgeploppt? Kriegen wir. Perfekt. Das Teil hier wechsle ich nämlich auch, weil. Seht ihr das? Ich sehe es gerade nicht, weil die Kamera gerade dunkel ist. Da sind ein paar Zacken weg. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie erkennen könnt. Ja, da ein bisschen so. Sind ein paar Zacken weg und ich denke mal, das Material ist geschwächt und bevor ich da irgendwie. Später noch mehr Schaden habe wegen so einem kleinen Teil, was irgendwie, ich weiß nicht, was das jetzt gekostet hat, habe ich es nicht mehr im Kopf. Es war auf jeden Fall nicht viel und baue mal einfach neue ein und fertig ist die Sache. Was ihr nicht vergessen solltet, bei solchen Teilen fette das Ganze vorher. Ich nehme jetzt hier extra Mehrzweckfett. Beziehungsweise Kugellagerfett. Das sieht dann so aus hier. Das ist so eine Kartusche. Das kostet, weiß ich nicht, ich glaube 1 Euro oder 2 Euro. Und da sind 400 Gramm Fett drin. Und glaubt mir, das hält richtig, richtig, richtig lange. Also das wird keiner in seinem Modellbauleben alle bekommen. So, dann nehmen wir hier nochmal. Ich weiß, ich habe noch gar nicht geguckt, ob das überhaupt passt, ob das die richtigen sind. Ich hoffe es. Ich habe extra das erste Mal mein Modellbauleben in der Anleitung nach einer Nummer geschaut, weil das bei Oma irgendwie alles ein bisschen tricky ist. Ja, das sind die gleichen. Das sollten die gleichen sein. Setzen wir die ganze Sache ein. Der hintere, der Diff-Ausgang. Der hat keinen Schaden davon getragen. Der
hat das Ganze überlebt. Ohne Schaden. So. Ich presse mal das hier wieder rein. So. Das ist eigentlich. Tja, wo habe ich jetzt. Ah! Ich habe ein Fallenhirn auf jeden Fall. Hier ist der Stift. Ist jetzt kein sonderlich langes Video oder sowas. Aber einige Leute wollen sowas halt immer mal sehen. Und ich habe ja gesagt, ich mache jetzt oder ich versuche jetzt mehr Bastelvideos zu bringen. Jetzt habt ihr eins, auch wenn es nicht so lang ist. So, mitnehmen wir wieder drauf. So. Das war's im Prinzip schon. Rad nehmen. Wieder draufstecken. Radmutter nicht vergessen. Das nehme ich meinen großen Onkel hier. Huch, huch, huch. Und dann schraubt man die ganze Schose wieder fest. So. Und den kleinen wieder. Weil der große ist schon ein bisschen ausgelutscht. Keine Lust mehr, die Schrauben rund zu machen. Und ihr seht, das Ganze funktioniert. Oder ihr seht es auch nicht. Das Ganze funktioniert. Ich kann euch ja vielleicht, das seht ihr glaube ich nicht, aber ich kann es mal versuchen, euch zu zeigen, wie ich vorne, oh, die Klammern, wie ich vorne für das Servo da ein bisschen was wegdrehen musste, dass das Servo da vernünftig drin arbeiten kann, weil das ist bei dem Auto echt, man sieht natürlich nichts davon. Scheiße. Ja, man sieht halt nichts davon. Schade. Ja, das ist bei dem Auto echt dumm gemacht mit dem Servo. Also, ich weiß nicht, was sich auch mal dabei gedacht hat. Aber naja, egal. Es erfüllt seinen Zweck. Normal halten die originalen Servos ja eigentlich auch was aus. Ja. Dieses hat aber. Oh, 1, 2, 3, Entschuldigung. Nicht lange durchgehalten. Warum auch immer. Ist aber auch egal, weil jetzt funktioniert es wieder. Es hat auch sogar noch ein bisschen mehr Lenkeinschlag durch das Weggedremel. Und das Servo, jetzt, was ich jetzt eingebaut hatte von Hobby King, ist natürlich auch deutlich besser als das Originale. Wie gesagt, das hat ja alles, hat Metallgetriebe und. Ich kann euch ja eben mal noch schnell eins zeigen. Ich kann mal schnell eben eins auspacken, aber das habt ihr eigentlich schon auf ein paar Channels gesehen. Benny und so benutzen das ja auch. So kommt das dann zu euch in so einer schönen kleinen Pappele. Hier ist das Servo dann an sich relativ schwer. Habt ihr dann die obligatorischen, wie heißt denn, Servoarme. Und Holzschrauben hier für Boot und Abstandshalter, Dingens, Gegröße und so ein Zeugs. Und ja, die Servos sind echt gut. Wie gesagt, ich habe die in fast all meinen Autos drin, außer in meinen Crawlern. Da fahre ich Servox-Servos. Ja, Preis-Leistung stimmt halt einfach. Die Servos kosten, ja, zurzeit ist der Euro halt ziemlich schwach. Ich glaube, die Servos kosten 13 Euro oder sowas oder 15 Euro. Selbst wenn sie 18 Euro kosten würden, wären die immer noch richtig genial. Müsst ihr einfach mal schauen, Bobby King. Und ja, ich räume es auf. Das soll soweit gewesen sein. Wie gesagt, geht alles ratzifatzi sowas. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Das einmal in der Woche kommt. Ich habe mir hier wieder ein paar Fragen ausgedruckt. Und gehe die mit euch durch und beantworte die möglichst gut. noch was im Voraus. Ich wurde jetzt schon wieder ein paar Mal gefragt, wann denn mal wieder ein Bash-Video kommt. Kein Crawl-Video.